Naja, es sind jetzt drei Gerichtstermine verstrichen, die letztlich kein Ergebnis gebracht haben. Die Anklagebehörde kann keine Beweise für die angebliche fehlerhafte Registrierung unseres Schiffes vorlegen. Und somit ist auch der letzte Termin tatsächlich geplatzt. Und man hat Fortgang des Verfahrens vom 11. September auf den 2. Oktober verlegt. Wir werden jetzt dann die Einstellung des Verfahrens versuchen zu beantragen, weil ich meine, wie lange will man sich noch Zeit lassen, bis man für seine Behauptungen Beweise auf den Tisch legt? Das ist schwierig zu beurteilen. Ich meine, ich bin ja sechs Missionen insgesamt gefahren mit drei verschiedenen Schiffen und alle diese Schiffe waren so registriert, wie unsere Lifeline registriert ist. Ich habe beim allerbesten Willen nicht an den Papieren gezweifelt und das tue ich jetzt auch heute noch nicht. Deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich meine, ich renne sicherlich nicht sehenden Auges in irgendein Unglück rein, aber hier einen Fehler an den Papieren zu erkennen, das ist für mich auch heute noch nicht möglich und offensichtlich für die Anklagebehörde auch sehr schwierig nachzuweisen. Also bei mir in Landsberg kann ich davon nicht viel merken. Ich erhalte auch auf der Straße oder im Supermarkt überwiegend Zuspruch. In Dresden schaut es schon ein Stück weit anders aus. Als wir ja noch auf See waren, hat man ja bei Pegida in dieser einen unsäglichen Demo vom 25.06. skandiert: Absaufen, absaufen. Das ist schon hart, wenn man sowas sieht. Und es tut mir eigentlich leid für Dresden, ist eine schöne Stadt. Ich bin gerne da. Auch die Bürger, die ich da kennengelernt habe, so in der Kneipe oder sonst wo, sind ganz nette Leute. Und dass die sowas über sich ergehen lassen müssen, ist schon ein Stück weit traurig. Ja, das ist eine ganz hervorragende Geschichte, dass jetzt durch die Seebrücke auch viele Leute auf die Straße gehen und für Seenotrettung und für die Solidarität mit den Geflüchteten demonstrieren. Das hat man jetzt zum Beispiel in Hamburg gesehen, da waren über 16.000 Leute auf der Straße. Die Seenotrettung ist wichtig im Mittelmeer. Man kann das nicht einfach so abwürgen. Wir würden sicherlich gerne auch zu Hause bleiben und die europäischen Länder würden die Seenotrettung selber wieder übernehmen, was sie ja bis 2015 getan haben, jetzt nicht mehr tun. Und das ist doch ein Punkt, wo ich auch Seebrücke dankbar bin, dass man hier versucht, sichere Wege zu schaffen. Also zum einen dürfen die privaten Seenotretter, die ohnehin nur in Anführungsstrichen nur 40% der Rettungen durchführen, den Rest rettet die Handelsmarine und die tatsächliche Navy, also Marine. Dass man hier nicht weiter kriminalisiert wird, das ist mal eine ganz wichtige Forderung. Es muss damit einhergehen, dass man dafür sorgt, dass unsere Schiffe wieder fahren können, weil das halte ich einfach für rechtswidrig, dass man unsere Schiffe und auch das Rettungsflugzeug bzw. Suchflugzeug Moonbird am Boden hält, bzw. in den Häfen. Wir dürfen nicht auslaufen. Das ist schon also wirklich ein Akt der Willkür. Man nimmt hier wissentlich das Sterben von Menschen auf See in Kauf. Die Politiker wissen, dass dort Unglücke passieren und verhindern, dass wir rausfahren können und die Menschen retten. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, an dem man ganz, ganz dringend dran muss. Man muss die Ursachen, warum die Menschen von den Ländern und Dörfern und Städten fliehen, bekämpfen. Man muss an die Fluchtursachen ran. Es hilft nichts, Aspirin zu verteilen, wenn die Wurzel erkrankt ist. Dann muss man zum Zahnarzt und muss man eine Wurzelbehandlung machen. Und darüber redet man schon 30 und 40 Jahre, aber man sorgt nicht dafür, dass diese Fluchtursachen subventionierte landwirtschaftliche Produkte aus Europa billigst nach Afrika verkaufen, die Fischrechte vor Afrika zusammenkaufen, damit die Länder hier in Europa billigen Fisch haben, aber die Einheimischen keinen mehr. Wenn man das nicht beendet, dann werden diese Fluchtursachen nicht beseitigt und damit werden sich immer weiter Menschen auf den Weg machen. Es kann nicht sein, dass die erste Welt, die dritte Welt wie eine Zitrone auspresst. Naja, ich habe mit 14 Jahren angefangen zu segeln. Da hat mich ein Klassenkamerad nach Starnberg, an den Starnberger See,
geschleift, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und er brauchte einen Vorschotter, ich wusste nicht, was das ist. Eine Woche später hat mich das dann schon so weit in den Bann gezogen, dass ich dann Mitglied in diesem Segelverein war. Und ich habe mich dann über die Jahre durch alle deutschen Segelscheine gekämpft und habe auch die Funklizenz und den pyrotechnischen Nachweis nach dem Sprengstoffrecht, dass ich mit den pyrotechnischen Signalmitteln umgehen darf. Und 2015 auf einer privaten Segelreise von Sardinien nach Griechenland haben wir dann öfters mal diskutiert, was machen wir, wenn wir über ein Flüchtlingsboot stolpern. Auf dieser Route eigentlich nicht möglich, aber rein die Theorie. Und da hat sich dann herausgestellt, wir mit unserem privaten Boot können da so gut wie gar nichts ausrichten. 2016, als dann die erste größere Anzahl Menschen übers Meer kam, war ja auch schon diese Für- und Wider-Diskussion, die dann gegipfelt hat in soll man das lassen, unterwegs. Und in der Zeit habe ich dann beschlossen, ich bewerbe mich einfach bei einer der NGOs, um dort mal mitzufahren, weil ich mir einen eigenen Augenschein machen wollte von dem, was passiert. Und bin dann 2017 das erste Mal gefahren und bisher insgesamt 6 Missionen.